So, und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme hier von Cities in Motion 2. Wir hatten in der letzten Folge angefangen, hier die erste U-Bahn draufzusetzen. Und wieso die mit offenen Türen fährt, ich habe keine Ahnung. Jetzt sind sie auf einmal zu. Genau, hier überquert die nämlich einmal die Straße. Solange die da halt hinfahren, ist mir das eigentlich egal. So. Genau, das sollte halt etwas entlastet werden von der normalen Eisenbahn. Das heißt, alle sollten jetzt auf diese U-Bahn umsteigen, obwohl das ja eigentlich nicht gewollt war fürs Erste. Aber okay, das schaffen wir noch. Gleich ein bisschen wieder überfüllt. Es geht noch. Fahren wir jetzt halt so ein bisschen öfter mit der Bahn hier lang. Also, macht mir jetzt auch nichts. Ja. Weil wir parken halt fast parallel daneben. Wohin laufen die denn hier immer? Bei ihm kam hier so ein ganzer Menschenbalk an. Und ich habe mir so, hä, wo laufen die denn hin? Wo bleiben die da einfach in dieser Höhe? Wo sind die denn? Aber anscheinend funktioniert das ja. Ja, die U-Bahn fahren auch überhaupt nicht überfüllt, ne? Also, nein, überhaupt nicht. Niemals. Scheiße. Ein bisschen voll. Kann man nur so sagen, ne? Oh, es wird noch voller. What? Ach du Scheiße. Das nimmt ja überhaupt kein Ende mehr. Hört das eigentlich nochmal auf? Ja, hallo. Nehmt die Leute mit, haut ab. Ist ja in dem Sinne wirklich unglücklich. Weil jedes Mal, wenn hier die Bahn ankommt, sind wieder voll und weg. Tschüss. So, jetzt könnten wir hier eigentlich Liniendienst einschränken für die Linie 5. Weil ihr seht schon, wie wenig Leute da eigentlich nur noch mitfahren. Natürlich lassen wir die fahren, aber halt in beschränkter Form. Das heißt zum Beispiel irgendwie alle Stunde nur noch, also auf eigentlich Normaltakt. Ö5, da ist Anzeigen erstmal. Nicht, dass das hier irgendeine falsche ist. Dann machen wir jetzt hier Standard. Wochenende. Irgendwo auch mal wieder auf 2 Stunden und dann noch einmal eine mehr. So, ist okay. Hat das jetzt übernommen? Ja. Sollte reichen von den Anzahlen, dass wir hier fahren. Und wir haben sogar genügend Geld, fällt mir aber gerade so ein bisschen auf. Also, so ein bisschen, ne? Und hier können wir das ja auch machen, dass wir zum Beispiel hier den Standardtakt nehmen von der U-Bahn-Linie 4. Jetzt halt hier sagen, wir fahren hier auch wieder den normalen neuen Takt. Und nicht mehr diesen bescheuerten Standardtakt, wo halt immer die Leute warten und du denkst dir so, werden die überhaupt noch abgeholt? Scheiße. Also mega überfüllt. Einfach ohne Witz, das ist mega voll. Das ist nicht mehr normal voll, das ist übervoll. Wenn hier mal bitte eine Bahn rauskommen würde für die Linie 5. Würde ich mich auch schon drüber freuen, wenn das endlich geschieht. Aber hier setzen wir das auch nochmal im Stundentakt. Weil jetzt kommen wir hier, glaube ich, gar nicht mehr hinterher. Und ich hoffe, dass jetzt hier erstmal keine weiteren Fahrzeuge groß ankommen nach dem Motto. Ich hab hier. Warte mal. Ach du Scheiße. Das wird noch was witziges, Alter, was hier an Autos fährt, ne?
fährt ja auch voll. Was ist denn hier los? Ja, da fahren aber nicht so viele. Also vielleicht sollten wir echt hier nochmal anfangen, eine zweite Station anzubauen. Nach dem Motto, wir haben hier was. Willst du nicht zufällig auf die andere ausweichen? Weil im Moment kommt gefühlt im Sekundentakt hier eine Bahn an. Und das ist dann doch nicht immer so vorteilhaft. Wenn du hier so denkst, ja, okay. Aber wir machen hier Geld und das ist Hauptsache. So, genau, die laufen dann immer alle darüber. Sollte aber halbwegs normal jetzt wieder funktionieren, dass halt immer, wenn einer reinfährt, eine andere rausfährt und dann die Takte passen. Wir haben 3 von 4 Fahrzeugen im Dienst, das ist okay. Natürlich werden die auch noch irgendwann erweitert, aber ich glaube nicht so schnell, ne? So, genau, das ist 1:1. Jetzt wollte ich hier oben ja hin, wir hatten ja hier aufgehört gehabt, mit aber eindeutig weniger Geld. Jetzt haben wir hier genügend, deswegen können wir jetzt hier auch ohne Sparen einfach mal bauen, was das Zeug hält. So, wo haben wir denn hier das Ende? Ist natürlich sehr gut, dass wir das Ende hier unter eine Ecke legen wollen oder dass ich das unter eine Ecke legen will. Vielleicht lassen wir die auch einfach hier hinten mit der zusammenlaufen. Dann könnten wir uns eigentlich voll viele Linien sparen. Das ist ja gar nicht das Konzept, was ich hier durchführen will. Ich will ja einfach so viel wie möglich halt abdecken. So machen wir das Ende da hinten dran. Ist halt nicht unbedingt das Beste, aber so. Ja. Das war jetzt mega uncool. Hey, schließ dich an. So ist doch okay. So, U-Bahn. Wo hatten wir denn hier was, bitte? Hier unten kann auf jeden Fall eine rein nach dem Motto. Hey, Endhaltestelle. Welche haben wir denn hier eigentlich gerade? Die mittlere. Okay, mittlere ist immer okay. Naja, angenehm. Formulieren wir das so. So, brauchen wir hier noch was Größeres? Halt hier unten. Ja, oben drauf kann ich die nicht setzen, das ist mir auch schon bewusst. Und dann haben wir. Ja, sollte das auch reichen, ne? Dann erweitern wir die einfach mal eiskalt. Mega uncool, aber mal hart drauf. So, wer jetzt hier nicht weiter mitfährt, der ist selber schuld. Wir fahren jetzt eine Mega-Strecke, die eigentlich mega übervoll ist oder übervoll sein kann. 5. Brauchen wir einfach nochmal 2 von denen. Aber auch, juckt ja hier keinen, ne? Wo sind die denn diesmal alle hin? Eben hat sich doch hier eine komplette Bahn entleert. Okay, hier oben fahren jetzt nur noch die Kleinen lang. Das ist eigentlich mega uncool. Alter, wie man hier sehen kann, wie voll einfach die Fahrzeuge teils fahren, ne? Hier, da, da oben, da, da oben, dann dahin drängelt sich, ne, wo ist denn die? Ach ne, das war eine kaputte, oder ne, ja. Wartungsintensivere Bahn, die sich da in den Vordergrund gedrängelt hatte. Ja, 5 hat genügend Leute.
Die stehen mal wieder hardcore drauf. Bitte mitfahren und zwar schnell. So. Ist halt alles eigentlich mega chillig. Hier müssten wir halt zum Beispiel schauen, dass wir hier noch die Linie erweitern. Und dann von dort aus gesehen weiterfahren. Es ist immer gerade so die Sache nach dem Motto, wie mache ich was am besten, weil halt nicht unbedingt immer alles hier zum Positiven beiträgt. Natürlich, wenn man sich unser U-Bahn jetzt alleine anguckt, wartet mal, ich aktiviere die mal, damit man die halt sieht, ist jetzt hier wirklich schon so... Da hoch. Zählt eigentlich nur noch nach da oben, aber das ist eigentlich eine theoretisch unnötige Strecke, was halt noch sein kann. Wäre zum Beispiel hier so eine, die wir hier einfach von da hier rum und dann hier rüber, dass man hier irgendwie so einen Knotenpunkt aus beiden Linien macht, dass sie sich halt hier sehen. Ey, guck mal an, das könnte man eigentlich machen. Und auf diesem Gerüst halt stehend ja, hier unsere öffentlichen Verkehrsmittel weiter ausbauen. So, das wollte ich sagen. Das heißt zum Beispiel, wir setzen jetzt hier nochmal Haltestellen einfach dran. Nach dem Motto, ey, Pech gehabt, ne? Oh, 110 von 120, okay. Dass wir halt hier ausbauen können. So, erstmal wieder alle weg. Das heißt, wir bauen jetzt mit 20 Meter Down Under die Strecke hier lang. Die Frage war nur bis wohin. Und die Frage war nicht nur, sie ist immer noch. Bis wohin wollen wir halt wirklich gehen? Macht man das halt normal so oder? Ja. Das normale Standardprozedere halt, ne? Wo lang? Wieso? Weshalb? Warum nicht hier? Könntet ihr nicht bitte und so. So, wie sieht's hier aus? Natürlich fahren. Genau da fahren wir durch das niedrigste Kaff, ne? Eigentlich müssten wir ja, wenn schon, wirklich hier durch. Dass man hier sieht, ey. Wir haben hier wirklich ein bisschen Anschluss. Okay, hier führt die allgemein unterirdisch lang die Strecke. Frage ist halt, schließen wir die jetzt wirklich hier oben nochmal an oder lassen wir die halt hier unten und kommen hier hinten irgendwo raus und sehen, hey, ja schön, ne? Und? Cool, wir können ja sogar direkt wieder in den Berg. Interessant. So, hier machen wir das dann natürlich so. Das weil wir da schon ein bisschen was haben. Hier auch eine Straße lang gezogen werden wird. Gezogen wurde. Welche halt hier uns diesen Anschluss an das aktuelle Netz garantiert und ermöglicht. Und hier oben ist jetzt eine Schule. Wieso ist da oben ein Gymnasium? WTF, da oben ist Industriegebiet. Irgendwie unnötig, aber gut, lassen wir so. Ich spreche das nicht weiter an. Ne, ist ja auch nicht meine Sache, was da passiert. Also. Ja, kann mir eigentlich egal sein, ne? So, ich will halt nur hier oben so ein bisschen eventuell lang bauen, dass hier zum Beispiel halt noch so ein bisschen was dazu kommt nach dem Motto, ich hab hier was, willst du nicht auch? Ist das hier ein normales Wohnhaus?
Meat Sauce, lol. Oh. Wie da einfach noch eine Schule aus dem Boden poppt, ne? So, hier nehmen wir dann die schmale Straße, ja. So, dann kann hier halt in der Mitte auch noch irgendwas lang, wenn das unbedingt gewollt wird. So, hier oben mussten wir ja reinsetzen. Oder hier oben wollte ich unbedingt reinsetzen. Weil hier oben wirklich mal der Mietsteil ist. Weil da auch Leute sind. Und dann setzen wir vielleicht hier nochmal einen in die Mitte. Dass man hier wirklich so halbwegs mittig noch die Leute mitnimmt. Aber halt von der Hauptstraße so ein bisschen. Man das dann irgendwie so hat, weil hier hinten ist auch noch keiner. Ich wäre zoomen, Menschenskinder, ist das denn so schwer? Dass man halt hier irgendwie an die Hauptstraße Haltestellen setzt. Hatten wir hier unten welche? Ich überlege gerade, ob wir die total misshandelt hier auch gegenübersetzen. Dann sieht das nämlich auch so halbwegs okay aus. Karte weg. Genau, jetzt haben wir hier halt die Linie rum. Für einige mag das jetzt nicht so interessant sein. Aber für den Großteil ist es dann doch schon mal ein bisschen was. Okay. Bauen sich halt hier sogar die Sachen aus automatisch. Wahrscheinlich sind das genau die, die wir abgerissen haben. Boah, juckt ja mich nicht, ne? Juckt mich ja nicht. So, unterirdisches Depot. So, kann das hier nicht irgendwo ran, wo es halt nicht so doll auffällt? Da. Hier, ich baue da einfach noch ein zweites. Nee, das wäre bescheuert. Das würde dann auch, glaube ich, nicht gut aussehen. Wenn ich da wirklich zwei aneinander klatsche. Von daher lassen wir das da. So, unterirdisch kann weg. Dann schauen wir doch mal hier, was wir noch so an Straßen haben. Die wir halt auch verbinden. Also hier oben führt auf jeden Fall erstmal eine Formdepot lang. Kann dann halt auch mal und so hier um die Ecken. Hört mal auf. Das ist ja grässlich, dieses Teil ab und zu. So. Wetten, das ist nicht noch eine Schule? Also so geraten, ne? Wofür halt noch eine Straße, ne? Wofür halt noch eine Schule hier so auf dem Weg? Ach, überhaupt nicht. Nein! So, das können wir hier nochmal neu bauen. Das war nicht so prickelnd, deswegen. So, ja, so. Dann kann der auch noch weg. Dann können wir hier nochmal gucken. Nach der Straße, perfekt. Dran, dann kann der weg. Jetzt haben wir halt hier so ein bisschen wieder was geschaffen. Wir haben immer noch genügend Geld und die Zeit ist schon wieder fast rum. Lol. Entweder bauen wir jetzt halt hier unten noch eine... woanders? Da. Entweder bauen wir hier unten eine Schleife ein oder wir... Sehen da halt keine Schleife an, aber irgendwo muss es halt hingehen, ne? So. So. Nur aufgehört, dann gehen wir noch bis da oben. Dann haben wir hier auch das Ende oder das mögliche Ende.
gefunden. So. Total Krüppel. Aber mal hart drauf gesessen, ne? Weil wir sind ja so abgehärtet, das juckt ja hier auch keinen mehr. Waren das jetzt die teuren? Ne, das waren die mittleren. Wir haben nur die mittleren genutzt. So, was haben wir denn hier noch? Oh. Da müssen wir natürlich hier unten dran. Das darf ja nicht fehlen, ne? So, jetzt haben wir in einer Folge, also seit einer Folge immer eine U-Bahn-Linie pro Tag eigentlich gebaut. So, dann haben wir die da. Dann kam die. So, ich hoffe, dass die halt nicht sofort überlaufen ist. Das käme ein bisschen blöd. Ah, neue Linie, zack, überfüllt. Und dann denken sie so, okay. Eigentlich ja eher nicht, aber lassen wir halt so, ne? So. 60. Öl 4, kaufen wir gleich 6 Stück. Ist mir halt auch recht, ne? Oh, hier hinten. Ja, da ist noch eine Schule, da ist eine Schule. Also, was nicht, ne? Oh, hier oben waren sogar Häuser. Cool! Das ist mega neu. Wieso meckern die denn jetzt schon wieder rum? Oh, einige Fahrscheinpreise sind so hoch. Scheiße. So 26.000 plus. Jo, können wir doch nochmal anheben. Vielleicht hat sich das ja bis in einer Folge halbwegs dann gelegt, dass wir auch irgendwie über 30.000 sind. Aber halt mit Fahrscheinkontrolleuren und sowas, ne? Damit wir da halt auch ein gutes Ergebnis erzielen sollten. So. Gut, bevor ich jetzt aber hier weitermache, würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder vorbeischaut. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.